In dieser Mietwelt leben Pflanzen, leben Tiere, die Flora und die Fauna, aber es leben auch die Menschen drin. Und es gibt in Amazonien 23 Millionen Menschen. Redegewandt, zielstrebig und ausdauernd. Erwin Kreutler ist ein Bischof, der seinem Amt alle Ehre macht. Obwohl seine Wurzeln in Österreich sind, riskiert er seit Jahrzehnten sein Leben für die Entrechteten, allen voran für die Indios in Brasilien. Die Großgrundbesitzer missachten bei der Landnahme Mensch und Natur. Da geht es um viel, viel Geld. Und dieses Geld wollen sie nicht verlieren. Also ein Bischof, der sich dazwischen stellt und sich gegen sie stemmt, ist natürlich ein Bischof, der weg muss. Da spricht man dann vom Eliminieren, was das immer bedeutet. Und dann bekommt man auch die unmissverständlichen Drohungen. Entweder bist du still oder es kann was passieren. Aber damit muss man leben. Es geht dann tatsächlich um den Ausdruck einer Sendung. Ich kann und will das auch nicht. Ich will für diese Leute da sein. Die haben Recht auf ihre Würde. Die haben Recht auf ihr Land, auf ihre angestammten Traditionen, auf ihre Sprache, und die verteidigen wir. Einige seiner Mitstreiter hat Dom Erwin, wie er dort genannt wird, verloren. Brutal ermordet, so wie 2005 Schwester Dorothea. 2007 überlebte Bischof Kreutler selbst, schwer verletzt, ein Attentat. Trotzdem macht er weiter. Ich sehe immer noch eine Chance. Ich habe nie die Hoffnung verloren. Und es gibt auch Dinge, die wir tatsächlich durchgeführt haben, bis zu den letzten Konsequenzen durchgestanden haben. Ich denke jetzt gerade an das Indianergebiet Raposa Serra do Sol, das ist in einem nördlichen Bundesstaat von Brasilien, Roraima. 30 Jahre haben die indigenen Völker gekämpft um dieses Gebiet, das ihnen gehört. Und die Kirche hat sich auf ihre Seite gestellt, ganz dezidiert, ganz bewusst. Und wir haben jetzt am 20. März dieses Jahres den Schiedsspruch des obersten Gerichtshofes erhalten. Das Gebiet gehört ihnen. Und die unrechtmäßigen Eindringlinge, ob es das Reisfarmer oder was immer sie sind, die müssen raus. Obwohl Dom Erwin fast ein halbes Jahrhundert im Amazonas lebt, verfolgt er die vergleichsweise kleinen Probleme der europäischen Kirche interessiert, vor allem den Schwund an Priestern. Seine Diözese Xingu hat auf den Mangel an Geistlichen schon lange Antworten gefunden. Wir müssen Mut haben, in die Zukunft zu blicken und neue Wege zu gehen. Und da meine ich, dass vielleicht die Erfahrung, die wir in Lateinamerika machen und gemacht haben, vielleicht bahnbrechend sein wird. Ich bin in einer Diözese, die hat 840 kleine Gemeinden in 15 Pfarreien. Jede Pfarrei ist die Summe von 30 bis 100 kleinen Gemeinden. Es gibt nur 30 Priester. Und da fragt man mich immer, ja, funktioniert das dann? Ja, es funktioniert. Jeden Sonntag kommen die Gemeinden zusammen und auch hin und wieder wochentags. Laien übernehmen Verantwortung. Bischof Kreutler vertraut seinen Mitchristen und sie stehen zu ihm. Nicht nur in seiner Diözese, sondern weltweit.